Moin, moin, meine lieben Steam Deck-Freunde da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns mal Smallland an. Survive the Wilds. Darum geht es. Es ist ein Koop-Spiel. Multiplayer-Survival-Koop-Spiel. Mit der Prämisse, dass wir winzig klein sind. Wie bei Grounded oder... Ey, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Ich bin gespannt. Also, schauen wir mal rein. Lass uns mal loslegen. Wir werfen erstmal einen Blick in die Einstellung und dann schauen wir doch mal. Grafik, ich muss mal kurz nochmal meinen Sound hier ein bisschen runter regeln. Wie immer. Das hat schon Tradition, dass ich nicht immer bestens auf meine Videos vorbereitet bin. Genauso wie wir halt immer das Leistungs-Overlay einstellen müssen. Also ich muss mir mal angewöhnen, jedes Mal, wenn ich das nicht vorbereitet habe, 1 Euro in, ja, irgendwo hin zu spenden oder so. So, Grafik gibt es gar nicht so viel einzustellen. Ist alles auf Ultra. Uiuiui. Bin gespannt. Spielen wir auf 720p und dann legen wir doch mal los. Boah, mein Körpertyp. Männlich. Männlich untersetzt. Boah, das passt zu mir. Ach komm, wir spielen mal ein bisschen rum hier mit dem Kopf. Männlich, sanft. Ohren. Gott. Irgendwie sind wir so ein Elb oder so. Augenbrauen buschig. Bart Vollbart. Ich habe hier leider keinen Bartwuchs. So richtig. Ist ja alles nur Fühler. Ich will gar keine Fühler. Fühlerfarbe. Rot. Ist ein dämonischer. Mittellange Haare. Wir gucken, den Rest lassen wir mal so. Ne? Okay. Bestätigen wir das Ganze. Und wir nennen uns doch einfach mal Abi. So. A erstellen. Und nicht farbig. Farbig bin ich nicht. Okay. Dann haben wir das. So, jetzt muss ich mal kurz hier. Ich mache das mal kurz mit Maus. So. Und los geht's. Oh. Nö, wir spielen alleine. Okay, es gibt hier eine Menge einzustellen. Friedlicher Modus. Kreaturen können uns nicht angreifen. Inventargegenstände landen bei Toten nicht in einen Grabstein. Gebäudeverwitterung deaktivieren. Ungeschützte Gebäudeteile nehmen bei schlechtem Wetter keinen Schaden. Tagesruhe 30 Minuten pro Tag. Oh, klingt doch nett. Oh, komm, wir machen mal ein bisschen weniger, damit wir vielleicht noch mal ein bisschen was... Ups. Zurück. Bild. Ja, auswählen. Ich will doch zurück. Nein. Ja, warte. Okay. Fische. Komm, wir nehmen mal Augenserver. Oder eigentlich gar nicht mehr. Spieler 0000. Mensch, das Spiel ist ja tierisch beliebt. Filter. Jo. Wie kann ich denn jetzt selber einen Server erstellen? Komm, wir wollen es ja nur mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Also auch Ark Survival Evolved oder so, ne? Das spiele ich am liebsten alleine für mich. Ich bin halt kein Online-Player-Typ, weil das Problem ist, ich habe meistens nie Zeit, mich mit irgendjemandem zu verabreden, zu treffen. So, dafür, dass es auf Ultra laufen soll, sieht es ein bisschen bräsig aus. Ja, toll. Die Kollegen scheinen hier auch Russisch zu sprechen. Das gucken wir aber erstmal. Und es ist Nacht. Ich habe die Aufgabe, mich mit allen Mitgliedern der Pro zu treffen.
Ihr wisst ihr was, Freunde? Ich will eigentlich so nicht spielen. Nein, nicht zurück zum Desktop. So, jetzt bin ich nochmal drin. Ich habe mir nochmal einen neuen Charakter erstellt. Jetzt mache ich nämlich neue Welt. Und meine Welt heißt Fabians Welt. Ich bin heute auch wieder kreativ. Das ist irre. So. Okay. Dann drücken wir Start in Fabians Welt. Wir begeben uns in meine Welt. Oh, guck mal. Lorchi! Man kann auf Lorchi reiten. Kennt ihr Lorchi noch von Salamander, von den Schuhen? Hä? Oder bin ich der Einzige, der so alt ist? Eure Königin ist krank, schwer krank. Ich hab's verpasst. Okay, wir starten sowieso immer im Dunkeln. Okay. Obwohl, ein bisschen heller scheint es hier jetzt schon zu sein. So, dann laufen wir doch mal. Hui! Und wir reden mit ihm. Seid mir gegrüßt. Ich habe die Aufgabe, mit allen Mitgliedern der Vorhut zu treffen, bevor sie den Bau verlassen. Denn ich habe wichtige Informationen. Ja, erzähl mal. Halte Ausschau nach diesen Eulenstatuen. Sie sind überall zu finden, haben nützliche Tipps und Tricks zum Überleben. Draußen findest du Hauptmann Herne. Er hilft dir an deinen ersten Tagen außerhalb des Baus. Danke. Das Überland ist reich an natürlichen Ressourcen und Nahrung. Manches kann man nur mit richtigen Werkzeug geerntet werden. Du kannst verschiedene Werkzeuge herstellen, um natürliche Ressourcen zu ernten. Manche Ressourcen können nur mit bestimmten Werkzeugen geerntet werden. Also solltest du dich vorher schlau machen. Drücke LB, um in Antennenmodus viel leichter verfügbare Ressourcen zu finden. Okay. Antennenmodus. Oh, guck mal hier. Kann ich das jetzt aufheben? Außer. Kann ich das nicht mitnehmen jetzt, das Holz? Ja. Das Holz doch mitnehmen. Wieso konnte ich das hier nicht? Ich muss so drauf gucken. Oh, das ist aber auch ein bisschen nervig, oder? So. Das ist das auch eine Ressource. Da wäre das Aufsammeln aber an sich ein bisschen netter gewesen. Dass ich das dann direkt abernten kann. Aber das ist dann immer jetzt hier so. Was ist das für ein Stängel? Fasern, 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 Fasern. Nancy Faser. Du, Harz, Harz. Das ist ich als Harzer Bub. Oh, halt. Das ist hier noch Holz. So, dann wir eine Eule. Wenn du eine Eulenstatue untersuchst, bekommst du einen nützlichen Tipp. Okay. Inventar könnten wir nochmal reinschauen. Oh, ein bisschen was haben wir ja schon. Was ist das hier? Bildsteak, das haben wir angezogen. Okay. Ich laufe. Die Framerate ist ein bisschen unterirdisch. Fällt mir jetzt erst auf. Gucken wir nochmal bei Grafik rein. Vielleicht machen wir mal Mittel. Haben wir es kaputt gemacht? Nein. Dafür ist die Framerate aber besser. Ja gut, es sieht nicht mehr ganz so schick aus. Aber dafür sind wir bei stabilen 30 Frames unterwegs. Und auf den kleinen Display. Ich gucke gerade irgendwann nochmal parallel. Jetzt habe ich mich wieder total verquasselt. Verredet, versprochen. So, Fasern. Komm her, meine Faser. Mit jeder Faser meines Körpers versuche ich jetzt hier mal weiterzukommen. Der Bau ist ein freiheitliches Netz. Ja, ja, ja. Alles klar. Es ist schnucklig warm hier. Es ist schnucklig cool hier. So. Und man kann nie genug Harz haben. Das Aufsammeln, das nervt ein bisschen. Nur hier noch welche Ressourcen. Oh, jetzt habe ich mich kurz erschrocken. Kommt ihr denn her, Jungs? Meine Frau hat ein krasses Phenoblatt drauf. Irre. Das ist eine. Das hier. Insekteneier. Okay, die lassen sich auch beklauen. Für eine Schnellreparatur brauchst du nur einen Bauarbeiterhammer. Jo. Genau. Jetzt gucken wir nochmal einen Antennenmodus. Bist du Herne? Nee, du bist Kauer. Ja, weil die Eulenstatue, die bringen mich. Das weiß ich doch. Oh, oh. Das kann ich natürlich nicht looten. Den ganzen schönen Kram kann ich hier jetzt nicht looten, aber. Und dann klebt auch noch Harz. Wieso? Achso, ich wollte gerade fragen, wieso klebt der Harz? Aber da guckt ja auch ein Baum raus. Da guckt ein Baum raus. So.
Sentinel Trendorn, viel Glück. Ja, ich versuche die Nerven zu behalten. Möge die heilige Eule mit dir sein, Vorhut. So, weiter. Sind noch mehr solche Typen rum. Und von der Königin gehört? Ja, 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 die Königin. Vorsicht, Vorhut. So, weiter. Und Harz, Harz, Harz. Also, so stilsicher ist das Spiel bisher. Hier Pilze, Pilze. Ah, guck mal hier. Ah, nee. Spross. Genau, ein besonderer Spross. Guck mal. Großen Ganzen sehr schick hier. Arthur! Ja, ist schon gefährlich genug. So, Charaktergespräch Oliver. Okay. Oh. Hier. Eulen ohne Ende. Okay, gönnen wir uns mal die erste Eule. Wenn er Gesundheit kann und eine. Ja klar, wenn man angegriffen wird, Temperaturen, ja, alles das Übliche. Wie wir es von anderen Spielen auch kennen. Was willst du von mir? Sprinten, rutschen, kostet Ausdauer. Ja, ist klar, kennen wir doch. Wir spielen doch sowas in der Richtung nicht zum ersten Mal. Small Land, das Sammelspiel. So, drücke. Genau, dann drücke ich. Drücke. Schön, dass das so dargestellt ist. Karte ist da oben. Ich hoffe, das ist jetzt nur die bekannte Gegend. Mal gucken wir nochmal weiter im Menü. Inventar, Herstellung, was kann ich jetzt zum Beispiel schon herstellen? Ein Holzball. Holzknüppel? Oh, komm, und dann nehmen wir nochmal eine Fackel. Bin ich gut, bin ich gut. Ich bin der Beste. Alles schon hergestellt. Das muss doch jetzt Herne sein. Noch eine Eule. Rüstung schützen. Das ist gut. Herne. Sei mir gegrüßt, Vorhut. Willkommen im Überland. Ich bin Hauptmann Hernes Manikabi. Doch die meisten von kleinen Volk nennen mich einfach Herne. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir eine Rüstung machen? Ihr wisst doch, du musst mir nur alle nötigen Materialien bringen. Verdammt. Ich habe keine Materialien. Okay. Dann reden wir nochmal. Sei mir gegrüßt. Gut, wir sollten mal Auftrag, ja. Hat noch sehr viel lang. Geh zu ihnen. Er wird der älteste Ludwig. Okay, alles klar. Dann gehe ich doch dahin. Ist schon putzig gemacht, aber auch wenn wir die Figuren selbst statisch sind. Eulenstadt. Du musst regelmäßig essen und trinken. Du kannst Nahrung roh essen oder... Ja, okay. Das kennen wir auch aus anderen Spielen. Halt! Eule! Eule? Deine Volk ist einfallsreich. Werkzeuge, Waffen, Nahrung lassen sich aus Materialien im Überland herstellen. Ja, okay. Aber ich kann ja sonst jetzt gerade nichts mehr herstellen. Weil wir sind ja hier... Warte mal. So. Okay. Ey, dass ich die Dinger mal extra aufheben muss. Also das ist so ein echtes Komfortkiller. Noch, oh, diese Eulen. Halt dich von tiefem Wasser fern. Oh, wir können nicht schwimmen. Das ist gut zu wissen. Fasern, Harz. Fasern. Hot. Fasern. Hot. Das mit einer hohen Auflösung, dieses ganze Setting, sieht bestimmt echt cool aus. Temperatur sinkt nachts und steigt am Nachmittag. Oh, ein Bett als Spawnpunkt. Muss ich jetzt hier lang? Wo bin ich denn jetzt? Komm, wir gehen einfach mal hier lang. Was soll mir schon passieren? Was soll mir schon passieren? Mir kann nichts passieren. Ich bin ein Riese. Oder auch nicht. Ui. Ui. Ui, die Schmetterlinge sind ja schon. Das hat ja schon was von Godzilla-Ausmaßen.
Kann ich auch springen? Die sieht schon schick aus, ne? Oder? Das sieht schon schick aus. Wenn jetzt nicht die... Ah. Ja, die Auflösung, die zerbröselt so ein bisschen. Was ist denn hier? Jetzt können wir hier auch runtergehen. Ich habe aber auch mir Angst vor den Schmetterlingen. Okay, Niederschlag wie Regen und so kann. Oh, diese Angst machen die mir schon. Die sind mir eine Nummer zu groß irgendwie. So. Schick, schick, schick. So, 5 verschiedene Waffentypen. Oh Gott, das ist eine Ameise. Sind die feindlich? Wollen wir es herausfinden? Ich glaube, wir wollen es nicht herausfinden. Leute! Böse Ameise! Böse Ameise! Ich kann mich nie wehren. Ich habe noch keine Waffen festgelegt. Ich bin nämlich zu dumm dafür. Ihr Drecksviecher, lasst mich doch in Ruhe. Kommandant Herne, wo seid ihr, wenn man euch braucht? Verpisst euch. Wieso sind die schneller als ich? So. Jetzt reicht's. Es wird zurückgeschlagen, Junge. Lass mich doch nicht von so ein paar Ameisen. Wo seid ihr? Drecksviecher. Ich bin der einzige Ant-Man, bin ich hier. Los, wo seid ihr? Ich mache Hasch. Ich mache Ameisen-Ragout aus euch. Oder auch nicht. Oh, das Kampfsystem ist für den Hintern. Hat ja was von Gothic. Ih, ist das ein Glibber. Kann ich jetzt irgendwas essen? Ja, schlagen wir jetzt auch noch. Oh, da ist eine Ameise. Oh, da ist sie mir in den Kopf. Junge. Und der Marienkäfer, du wirst auch. Der Harz, Ameisenkopf. Wir werden bestimmt einen Helm draus machen. Ich glaube, ich bin auch irgendwo falsch abgebogen. Kann mir einer erzählen, was er will? Bin irgendwo falsch abgebogen. Gucken wir mal hier lang. Ne, da komme ich nicht hoch. Immer zur großen Eule hoch hier. Wenn da hinkomme, irgendwie. Es ist schick gemacht. Es ist... Nein, ich bin eine... Ja. Dumm gesprungen, nicht dumm gelaufen. Also macht einen sehr interessanten Eindruck. Auf technischer Seite. Gut, es ist Early Access, Early Access. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Aber es macht schon mal echt einen ganz passablen Eindruck, das Ganze.
Also das Kampfsystem hat so ein bisschen die Steifigkeit eines Gothic oder Elex. Aber das Sterben macht Spaß. Das kann man nicht anders sagen, meine Freunde. Also, ich bedanke mich wieder fürs Einschalten. Das könnte mal ein gutes Spiel sein, dass wir mal über Discord oder in der Gruppe für Koop spielen. Falls hier jemand das schon spielt, dann schreibt mal in die Kommentare. Mich würde es gerne interessieren. Ansonsten kann ich nur sagen, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck und danke fürs Einschalten.